Hallo, mein Name ist Hebamme Wiebke Fischer. Ich bin stellvertretende Kreißsaalleitung hier im Kronauer St. Antonius Hospital und möchte Ihnen heute unsere geburtshilfliche Abteilung und die Kreißsäle zeigen. Wir beginnen unsere Tour hier vorne im Sekretariat, was Sie hier sehen, und gehen jetzt gemeinsam Richtung Kreißsäle, die sich hier um die Ecke befinden. Hier beginnt unser Kreißsaalbereich. Hier müssen Sie als allererstes klingeln, da wird Sie eine nette Stimme empfangen und dann hineinbitten. Wir befinden uns jetzt hier im Kreißsaalbereich. Im hinteren Bereich sind unsere Aufnahmeräume, die ich Ihnen gleich im Anschluss zeigen werde. Wenn Sie jetzt hier den Flur runterschauen, sehen Sie, dass es da zur Station geht. Und links befinden sich unsere Kreißsäle, die wir Ihnen nachher auch noch zeigen. Wir sind hier in der Aufnahme 1, ein schöner geräumiges Zimmer. Wir haben hier ein normales Bett, was Sie aber nicht nutzen müssen, aber dürfen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich zu bewegen. In jedem Zimmer befinden sich auch Petsy-Bälle, auf die Sie sich setzen können, oder Hocker, die Sie nutzen dürfen. Aber durch die Geräumigkeit können Sie sich auch einfach hin und her bewegen. Wichtig ist für uns natürlich, dass Sie auch überwacht werden können, beziehungsweise Ihr Ungeborenes. Dafür haben wir hier in jedem Zimmer ein CTG-Gerät, hier hinten auch ein kabelloses, sodass Sie, trotzdem Sie überwacht werden, sich frei bewegen können und die Möglichkeiten haben, einfach dem nachzugehen, wie Sie sich wohlfühlen. Wir haben Sie die ganze Zeit unter Überwachung. Wir haben in jedem Zimmer einen Monitor, womit wir alle Räume sehen können. Auch wenn wir nicht bei Ihnen sind, können wir trotzdem sehen, wie es Ihnen und Ihrem Kind geht. Wir befinden uns hier im Aufnahmeraum 2, wo auch häufig die Geburt starten kann oder auch ihre Aufnahme beginnt. Hier gibt es ein etwas größeres Bett, was den Vorteil hat, dass ihr Partner sich auch nochmal zu Ihnen legen kann, um sich auszuruhen. Gerade wenn nachts die Geburt startet, haben Sie hier nochmal die Möglichkeit, in Ruhe anzukommen und sich auszuruhen. Wie in dem anderen Aufnahmeraum gibt es hier sogar einen Fernseher, der einzeln genutzt wird von den Paaren, um sich nochmal abzulenken und die Zeit zu versüßen, während sie auf ihr Baby warten. Wir befinden uns jetzt hier in unserem großen Kreißsaal, der Kreißsaal 1. Das ist unser meistgenutzter Geburtsraum. Ich sitze hier gerade auf dem Entbindungsbett, was bei uns auch häufig genutzt wird. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten natürlich. Unter anderem haben wir hier ein Roma-Rad. Das ist einfach dafür da, dass in einer aufrechten Geburtsposition das Baby zur Welt kommen kann. Obwohl man sitzt, hat man die Möglichkeit, sich zu bewegen und dabei sind wir Ihnen gerne behilflich. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben hier an der Seite noch unsere Geburtswanne, die sehr groß und geräumig ist. Hier haben Sie die Möglichkeit, einfach ein Entspannungsbad zu nehmen oder Ihr Baby tatsächlich im Wasser zur Welt zu bringen. Die Wärme hilft häufig deutlich gegen die Geburtsschmerzen und viele Frauen empfinden das als sehr angenehm. Dann haben wir bei uns hier im großen Raum noch eine Neugeborenen-Einheit für Babys, die vielleicht nicht so fit sind direkt nach der Geburt, wo wir einfach die Möglichkeit haben, Ihr Baby erst zu versorgen. Wir haben eine Kooperation mit dem Matthias-Spital Rheine, die täglich zu uns kommen und ihre Babys erst versorgen und im Notfall aber auch jederzeit für uns erreichbar sind, sodass wir sie einfach jederzeit bei uns haben können. So, wir befinden uns hier im Kreißsaal 2. Auch hier gibt es wieder ein Entbindungsbett. Hier oben drüber sehen Sie, dass hier auch ein Seil hängt, womit Sie sich schön festhalten können. Die sind bei uns einbetoniert in der Decke. Da brauchen Sie wirklich keine Sorgen haben, dass es Sie nicht hält. Manchmal ist es ganz gut, sich daran festzuhalten und nicht unbedingt die Hand des Mannes zu zerquetschen. Hier nebendran sehen Sie auch, dass wir hier wieder eine Kindereinheit haben. Also es gibt eine Wärmelampe, wo dann später Ihr Baby eventuell angekleidet werden kann. Und genauso gibt es hier die Möglichkeit, wir haben hier vorne eine Wanne, wo wir auf Wunsch der Eltern die Babys auch baden. Das ist kein standardisiertes Verfahren. Wir machen das wirklich nur auf Wunsch, weil gerade nach der Geburt der Hautkontakt zu der Mutter das Wichtigste ist und deswegen das Baden nicht mehr unbedingt immer gemacht wird, sondern nur auf Wunsch der Eltern. Wir befinden uns jetzt hier in unserem Kinderzimmer, wo die Neugeborenen nach der Geburt durch unsere Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin versorgt werden. Eine davon sehen wir gerade da hinten bei der Arbeit, das ist unsere Lena. Die unterstützt die Mütter in den ersten Tagen, zum Beispiel beim Wickeln, zeigt ihnen, wie sie ihre Kinder anziehen können oder gibt auch Hilfe beim Stillen. Dazu zeige ich Ihnen gleich noch das Stillzimmer.
hier sehen Sie jetzt unser Stillzimmer, was direkt im Kinderzimmer integriert ist. Hier können Sie sich zurückziehen, um Ihr Kind zu stillen oder auch die Flasche zu geben. Hier haben Sie einfach eine ruhige Umgebung und jederzeit die Möglichkeit, eine unserer Kinder- und Gesundheitskrankenpflegerinnen zu fragen und um Hilfe zu bitten und haben einfach die Möglichkeit, hier in Ruhe sich auch mit anderen Müttern auszutauschen. Wir befinden uns jetzt auf der Station 3B, unserer Wöchnerinnenstation und Gynäkologie. Das ist eins von unseren Patientenzimmern. Hier kommen die Frauen nach der Geburt hin und können die Zeit mit ihrem Baby genießen. Wir bieten bei uns Grooming-In an, sodass man einfach das Kind die ganze Zeit auch mit auf dem Zimmer behalten kann. Dafür haben wir mobile Wickeleinheiten, die wir in jedes Zimmer bringen können, sodass sie ihr Baby die ganze Zeit selbst versorgen dürfen, aber auch jederzeit die Möglichkeit der Unterstützung besteht. Hallo, mein Name ist Senay Bahane. Ich bin einer der Oberärzte hier im St. Antonius Hospital Gronau. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie hier bei uns begrüßen dürfen. Falls Sie Fragen haben, bitte machen Sie einen Termin in unserem Sekretariat für ein Entbindungsplanungsgespräch. Bis dahin passen Sie gut auf sich auf und bis bald.